Wieso kommt das Wasser aus dem Berg, obwohl es dort nicht einmal geregnet hat? Bei dir schäfen es auch, aber es und plus dort oben auch gar kein See ist. Übrigens haben wir neu einen Zwicker, den könnte ich eigentlich ein bisschen besser lesen. Also das mit dem Wasser in den Bergen kommt hauptsächlich aus den Niederschlägen. Niederschläge, das sind da die mit dem Baseballschläger, oder? Welchen Niederschlag meinen die? Wie Regen oder Schnee. Die Berge beeinflussen das Niederschlagsmuster auf verschiedene Weise. In höheren Lagen Berge kann die Luft noch weiter abkühlen, was zur Bildung von Schnee führt. Jetzt haben wir ja Schneemangel, oder? Aquifer und Grundwasserleiter. Und zwar wie ein Siphon. Es gibt ja auch Thermalquellen oben auf dem Berg. Bei der Thermalquelle regnet es irgendwo und nachher geht das ein bisschen in den Untergrund, wird das Wasser heiß und dann drückt es wieder rauf. Hier haben wir auch noch Anschauungsmaterial. Das sind zwei Steine von einer Thermalquelle. Die schönen Streifen drin, wie das genau gemacht ist. Ein bisschen elbögeln und dass dann das mit Druck wieder hochgeschossen wird. So, dann hätten wir doch schon wieder die Frage beantwortet.